Du möchtest deinen Hund in einen Superhelden verwandeln oder ihn doch lieber als Spinne tarnen? Willkommen zur 16. Ausgabe Gadget Time. Alle Links zu allen gezeigten Sachen findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Los geht's! Zuallererst habe ich Plan V gefunden, was, wie ich finde, sehr praktisch ist. Plan V ist nämlich ein besonderes Ladegerät am Schlüssel. Ihr braucht dazu kein Ladegerät mit euch rumschleppen. Sollte dein Handy leer sein, was natürlich immer passiert, wenn man es gerade braucht, gehst du einfach in den Supermarkt, besorgst dir eine 9-Volt Blockbatterie, schließt sie an Plan V an und schon lädt dein Smartphone wieder. Also die Rettung in letzter Not. Seien wir mal ehrlich, diese Akkuladegeräte sind schon geil, aber wenn man sie braucht, sind sie nicht geladen oder sie passen halt gerade nicht in die Tasche oder sonstiges. Plan V ist also quasi die Plan B-Option zu dem Akku. Diesmal habe ich euch wie gewünscht ein paar weihnachtliche Sachen rausgesucht, wie zum Beispiel diesen Rahmen für euren Weihnachtsbaum. Do you like my decorations? No. Das sind natürlich alte Rahmenbausteine aus alten Computern, also braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass aus eurem PC die Rahmenbausteine ausgebaut sind und jetzt am Weihnachtsbaum hängen. Ich habe noch mehr gefunden, wie zum Beispiel einen Weihnachtsbaumschmuck in Form eines Mustaches oder Zelda-Rubine, wo ich aber nur ein Bild gefunden habe und ihr das quasi euch selber basteln müsst. Dann noch was von Doctor Who und auch eine sehr, sehr, sehr geile Idee fand ich, die Dragon Balls sich an den Baum zu hängen. Das sind zwar eigentlich Schlüsselanhänger oder so, aber man kann sie sich ja trotzdem an den Baum hängen. Kreativität und so, ne? Dann habe ich auch noch Weihnachtsbaumkugeln gefunden, aber keine Standard-Weihnachtsbaumkugeln, sondern mit LED-Beleuchtung. Das Geile daran ist, sie sind nicht verkabelt, du musst eine Batterie reinstecken und dann kannst du sie an den Baum hängen, ne? Und hast eine Fernbedienung, kannst die Farbe auswählen, also sie leuchten mit LED und es sieht bestimmt richtig geil aus. Dann gibt es das Ganze auch noch in groß, das ist dann eine Kugel ohne irgendwas zum dranhängen. Das könnt ihr euch in den Garten stellen. Ich habe da ein Bild gefunden. Es sieht sehr, sehr cool aus, wenn dann so ein paar von diesen Kugeln im Schnee stecken und einfach bunt leuchten. Auch wieder mit Fernbedienung könnt ihr die Farbe wählen. Sehr cool. Für diese Folge habe ich euch dann ein paar Geschenkpapiere rausgesucht. Aber seht selbst. Babolat Play, ja, ihr habt richtig gehört, Babu. Babolat Play ist ein Tennisschläger, der eure Schläge analysiert. Ihr habt die Möglichkeit, anhand der Statistiken Fehler zu erkennen und diese zu verbessern, damit ihr der beste Tennisspieler werdet der Welt. Analysiert wird zum Beispiel, wo ihr auf dem Schläger den Ball trefft und wie ihr den Schlag ausführt. Außerdem berechnet es, wie gut eure Ausdauer, Power und Technik ist, und gebt euch dann eine Gesamtbewertung aus. Dazu gibt es dann noch eine Community-Rangliste, die vielleicht für einen gewissen Ansporn sorgen soll, um die Nummer 1 zu werden. Quasi der Babu. Der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Oh, ja, ich will der Allerbeste sein. Kindheit. Mit Mikrowellenpantoffeln hast du im Winter immer warme Füße. Also nimmst die Pantoffeln, zack, ab in die Mikrowelle, 2 Minuten an, et voilà, habt ihr schön warme Füße. In den Pantoffeln ist ein Körnerkissen eingearbeitet, daher kommt also die Magie. Ja. Wenn ihr euren Freunden mal zeigen wollt, wie rich ihr seid, dann nehmt doch einfach 100-Euro-Scheine als Türstopper. Mist. Faked es einfach mit diesem Türstopper. Aber pst, nicht verraten, dass es fake ist. Ich denke mir mal, so einige werden darauf reinfallen. Da viele von euch ein Longboard besitzen, ist ja ein großer Trend, habe ich diese LED-Longboard-Rollen gefunden. Im Winter ist das jetzt schon richtig geil. So, es ist dunkel und die leuchten, ne? Das Yolla-Tablet ist das erste durch Crowdfunding finanzierte Tablet der Welt. Es hält vom technischen Aspekt mit allen anderen Tablets mit und hat sogar einen Quad-Core 1,8 GHz Intel-Prozessor. Außerdem wurde ein eigenständiges Betriebssystem mit dem Namen Sailfish OS entwickelt, was auf Linux basiert. Es hat schon direkt 32 GB Speicher plus
die Möglichkeit, 128 GB SD-Karten oder Micro-SD-Karten nachzurüsten. Mal ein kleiner Fakt für euch, da bald Weihnachten ist. Über 80% der Deutschen wünschen sich zu Weihnachten Unterhaltungselektronik, wie zum Beispiel PlayStation 4, Xbox, Tablets, Smartphones, Fernseher und so weiter. Solltet ihr nach ausgefallenen Weihnachtsgeschenken suchen, werdet ihr sicher in irgendeiner Gadget-Time-Folge fündig. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir ein Abo und eine Bewertung da. Rechts kommt ihr noch zur letzten Ausgabe Gadget-Time. Das war's für diese Woche und bis dann. Tüdelü. Penis.